Ja, du kannst dir eine Maske anfertigen, ja. Klar. Ja. Für mich braucht ihr keine Maske mitmachen. Ich druck mir eine, ihr müsst mir nur Latex besorgen. Aber, nochmal auf die Köpfe zurückzukommen. Nee. Ich wollte noch irgendwas sagen. Köpfe. Sollen wir uns damit nicht erwischen lassen? Richtig. Na egal. Mord ist Mord. War nicht wichtig, hätte dir nur geholfen. Ist egal. Ja. Damit hier ein bisschen noch was läuft, hier, damit hier noch jemand was sagt, laber ich jetzt einfach mal ein bisschen. Die Denkphase ist jetzt gerade da. Fährt ja, Shadow nach Hause? Bin ich gerade zum Überlegen. Fahre ich nach Hause? Doch, besorg mir erstmal Latex. Hättest du direkt da bleiben können. Brauchst du Latex? Siehst du dann, wenn es soweit ist. Okay. Geh doch einfach nochmal in den Bordell rein. Ich glaube nicht, dass die da Latex verkaufen. Er ist recht nicht flüssiges Latex. Kannst du doch schmelzen. Ist aber wahrscheinlich nicht das Richtige. Also ja, Latex aber, in seinem Ursprungszustand ist ja so eine weiße Flüssigkeit. Auch egal wie du Latex zusammenschmilzt, es kommt ja wieder dieses weiße Zeug zusammen. Er will einen bestimmten Maskentyp erzeugen. Dazu braucht er bestimmtes. Ja. Somit gehst du in den nächsten Shop, wo man sich halt so Masken auch kaufen kann oder das Zubehör. Und landest bei einem Laden, der sich Superheroes nennt, der sogar in der Nacht auf hat. Ja. Perfekt. Ich muss rein. Ihr seid übrigens in sein Auto gestiegen, habe ich das vorhin richtig verstanden? Ja. Ja, dann hält er jetzt vor dem Superhero-Shop. Lauter Actionfiguren. Die sind einfach in mein Auto gestiegen, die haben nicht mal gefragt, weißt du, die steigen einfach ein. Du hast uns doch wieder gekonnt ignoriert. Du redest ja heute nicht mit uns. Du hast doch gesagt, das war einsteigen. Nein. Wahrscheinlich habe ich es gesagt. Balka hat gefragt, ob ihr einsteigt oder mit Bahn fahrt, und dann habe ich gesagt, ihr könnt mit Bahn fahren. Zack, steigen Sie in mein Auto, ey. Ja. Also, dieser Superhero-Shop ist halt mit Actionfiguren in den Schaufenstern. Es werden Kostüme verliehen und all so ein Zeug. Und ihr findet dort einen absoluten Superhero-Nerd hinter der Kasse. Du zumindest. Ja. Bei der Macht von Grayskull, was machst du denn um diese Uhrzeit hier? Ich brauche Latex für Maske. Hast du was da? Was brauche ich? Du was da? Ja, ich hab was da, aber was brauchst du denn? Hab ich dir gerade gesagt. Das hat man mal wieder bei dir nicht gehört. Och. Latex für Maske. Latex, ja. Was soll's denn werden? Eine Alienmaske oder eher so in Richtung, willst du einen Helm daraus bauen oder? Superhelden imitieren will ich. Ah. Ja. Halloween-Tage. Ja, das stimmt, aber naja, wegen den Typen haben wir ja alle keinen Spaß auf den Straßen. Ja, ja, muss gut. Ich trotzdem den Spaß drin behalten, weißt du? Ja, klar. Wo feierst du denn? Ich mach eine Party bei mir zu Hause. Ich hätte jetzt hier grünes und hautfarbenes und schwarzes Latex gerade hier.
Das grüne fällt weg. Ich glaube, Alien war es nicht. Du wolltest ja irgendwas Superheldenmäßiges. Das ist das. Ich kann dir noch einmal die Software für Heldenimitationen mitgeben. Die kannst du dann einscannen. Da ist Clark Kent und all sowas mit bei. Dann hast du noch einmal hier den Androiden und den. Ja, dann vielleicht doch noch was Interessantes. Hulk. Dann wäre die grüne Farbe vielleicht auch noch interessant. Das ist interessant. Ja, dann. Und noch was Orangenes. Weiß nicht, kopflose Reiter oder so. Android Clark Kent und. Wie denn die Android-Maske aussehen? Was nochmal? Ich hatte jetzt gerade hier einen Radiosender auf dem Ohr. Wie würde denn die Android-Maske aussehen? Die ja, das ist hier so mit Silberverzierung wird sich mit deinem Äderchen ein bisschen verlaufen. Und dann hast du so, als ob du ein Implantat halt im Gesicht hast. Ich meine, du kannst dir natürlich auch ein echtes machen. Muss ja nicht sein. Nee, ganze Gesichtsmasken sind schon. Ja gut, dann welche Farben darf ich dir denn einpacken? Na, pack's mir grün an. Alle? Ja. Okay. Mach dann 100 Nüllien. Ja, danke. Dankeschön. Und feier schön. Danke, gleichfalls. Ja, fahrt wieder. Er kommt gerade raus mit einem schwarzen Tütchen. Einer schwarz getarnten Plastiktüte. Braun oder schwarz getarnten Plastiktüte. Das ist auch grün, halt ich. Und steigt wieder ins Auto. Ohne zu sagen, was er vorher gekauft hat oder so. Ich hab's in den Kofferraum gepackt vorher. Ihr habt nicht gesehen, was der Inhalt war. Er kommt wieder vom Kofferraum nach vorne und steigt ins Auto. Erfolgreich gewesen. Ja, soweit. Kann ich euch irgendwo erstmal absetzen, oder? Was habt ihr denn vor? Ich hab gar nichts vor. Wollt ihr irgendwo hin? Ja. Erinnert mich jetzt gerade an den total gelangweilten Typen aus der blutigen Fahrt Gottes, der gerade so zu hören bekommt. Ja, wir könnten sie alle umbringen. Ja, ich kenne sie alle. Ich weiß, wo sie wohnen. Ich weiß, wen sie ficken. Ich weiß. Ja, wir könnten sie alle umbringen. Und er vorne einfach die Kippe. Ach, weißt du, warum nicht? Total gelangweilt. Und bitte was? Ja, ich lese ja, was Seiden schreibt. Ne? Ich werde es aber nicht publizieren. Warum sollte ich denen noch mehr helfen? Wir müssen ja auch nicht das machen, was der Chat sagt. Das sind ja, der Chat hilft ja nur. Die können ja ihren eigenen Weg gehen. Die können ja auch einfach vorne reingehen und sagen, wir sind da. Ja, die Happy Hour hat begonnen, also los. Die Happy Hour hat angefangen. Also so ja, war es oder nicht. Oder an jeder Tür kloppen, ne? Die haben immer versucht, still rein. Wenn die Tür aufgeht, dann sagen wir dann alle, Saures oder Süßes?
Ja, du setzt die jetzt alle beide am Bahnhof ab. Ja, wenn sie denn wohin wollen, dann setze ich sie am Bahnhof ab. Fahr erstmal nach Hause. Meine Güte, das war jetzt eine Gedenkpause. Sag, ich melde mich bei euch. Warte ich weitere Informationen an. Okay. Ja. Masken müsst ihr euch keine Sorgen machen. Er macht Masken. Okay. Masken macht mehr. Ach, egal. Ist okay. Shadow macht Masken. Masken macht Shadow. Shadow macht Masken und Masken. Machen Shadow. Shadow, du fährst nach Hause und bist auch schon angekommen. Wir beschleunigen das jetzt. Du sitzt zu Hause. Dein Rechner ist gestartet. Dein Drucker ist aktiv. Ja, dann versuchen wir gleich mal 3 Hulk-Masken drucken. 3 Hulk-Masken? Ja. Es dampft, es qualmt, es macht pfff. Die erste ist fertig, die zweite ist fertig und die dritte ist fertig. Und damit ist aber auch schon die Farbe grün ausgelutscht. Vielleicht noch für Verzierungen für irgendwas anderes, aber die grünen Masken sind dann weg. Ja, reichen noch 3 Masken. Ja. Ja, und dann werde ich mich mal umschauen nach einem Lageplan. Jo, und ab da geht's dann mal mit dem Würfeln heute mal los. Yay. Yay, wir dürfen noch würfeln. Du hackst dich ins System und zwar erstmal von der Stadt, um die Baupläne zu finden. Dafür möchte ich, dass du 2 Erfolge hast, weil das Gebäude ist relativ bekannt und du kommst eigentlich relativ einfach an die Baupläne. Knarzt mein Stuhl heute so. Ja, schon 2 Erfolge. 1, 2, 3, 4 Erfolge. Alter Schwede. 5 Erfolge. Ja, du findest sogar, wo die Toilettenrohre hingehen. Die Baupläne sind gefunden. Was dir jetzt fehlt, sind die elektronischen. Wo sind die Kameras? Welche Räume sind die Kameras? Das fehlt dir noch. Und dafür möchte ich 4 Erfolge haben. Hast du gerade gekriegt? Dafür möchte ich jetzt 4 Erfolge haben. Hast du gerade bekommen? Ist mir... Warte. So, um das zu erklären, was er jetzt würfelt, er hat ein Hacking-Pool. Also er hat ein Talent namens Hacken. Und er hackt sich gerade ins Netz. Nur 3 Erfolge. 3 Erfolge. Du müsstest damit leben, dass du weißt, dass sie existieren. Aber du müsstest vor Ort sein, um dir einen genauen Lageplan zu machen. Glück. Er wiederholt seinen Wurf mit dem Glückswurf, den man hat. Hat es nicht besser gemacht. Immer noch 3. Sind es 3 Erfolge. Du müsstest wieder vor Ort sein. Du kannst von hier aus das Gebäude nicht erreichen. Ja. Der Bauplan habe ich schon mal. Jo. Und es ist wie vorhin erklärt, das Gebäude hat so an die 40 Stockwerke. Jedes Stockwerk hat einen kreisrunden Gang, der abgezäunt ist und in der Mitte kann man runtergucken bis in den Erdgeschoss, wo unten ein Garten angelegt ist. Nach oben gezogen, immer an den Seiten sind die Türen, auf jeder Seite sind es 4.